Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial und heute geht es um Texturen. Ja, wie mache ich eine Textur im FSX? Dazu brauche ich auf jeden Fall das Programm Paint.net. Es gehen auch andere. Da weiß ich aber nicht, wie das funktioniert. Ja, Paint.net ist kostenlos, kann man sich irgendwo im Internet bei Chip runterladen. Und ja, also damit lässt sich eigentlich sehr gut arbeiten. Um jetzt eine Textur zu ändern, gehen wir in den FSX Hauptordner unter Sim Objects, Rotorkraft und dann hat man hier von H&S Design die ganzen Hubschrauber. Da muss man sich jetzt durchklicken und einfach mal gucken, welchen Hubschrauber man haben will. Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich gehe jetzt einfach mal in den X-Middle und da haben wir die Hotel Papa Mike Mike. Das ist der 25 und da machen wir jetzt mal eine Veränderung. Dann haben wir hier diese ganzen Texturen 1, 2, 3, 5 und die öffnen wir einfach mal. So. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal die hier. Ja, das hier sind ja in zwei Hälften. Jetzt denken wir erstmal, oh, andersrum, da muss ich ja die Bilder, die ich jetzt einfügen will, auch umdrehen. Nee, da geht man einfach auf Bild und vertikal kippen. So, und jetzt hat man das ja so. Da muss man jetzt aber auch drauf aufpassen, dass man das zum Schluss, da komme ich auch noch zu, dass man das wieder umdreht, weil der FSX das sonst nicht übernehmen tut und ja, dann wird man wahrscheinlich einfach nur einen blauen Hubschrauber haben oder einen schwarzen. Ja, wenn man jetzt irgendeine Veränderung an einem Hubschrauber vornimmt, ist ganz wichtig, mit Ebenen zu arbeiten. Ich kann das eigentlich nur empfehlen, weil wenn man was verschieben möchte, zum Beispiel hier, ich habe ja das hier, sind einfach nur ja Fotos, die ich dann einfach nur da eingefügt habe. Und ja, da muss man das alles so verschieben und wenn man jetzt keine Ebene hinzufügt, dann ja, verschiebt man das ganze Bild und man muss wieder zurück, von neu anfangen und das ist alles ein bisschen doof. Also ich kann wirklich hier nur empfehlen, man muss mit Ebenen arbeiten. So, jetzt habe ich eine Ebene hinzugefügt und ich mache jetzt einfach mal einen Punkt hier hin. Einfach mal hier einen Punkt hin. Nur um mal zu demonstrieren, dass da was verändert wurde. So, dann gehen wir zurück auf Fenster. Dann müssen wir das Bild wieder kippen. Also das ist wirklich ganz wichtig, dass man das Bild immer zurückkippt. So, und dann tun wir einfach die Ebenen zusammenfügen und Datei speichern. So, jetzt gehen wir in den FSX rein. So, und jetzt suchen wir den Hubschrauber hier. Und jetzt gehen wir einfach mal auf Details. So, und jetzt gucken wir hier, sehen wir schon, da ist der Punkt. So, jetzt angenommen, ich hätte jetzt so eine Textur bearbeitet und die wäre jetzt ein bisschen schief geworden. So, doof, was mache ich jetzt? Abgespeichert ist es. Jetzt kann ich eigentlich nichts dran ändern. Entweder ich habe das hier alles noch so offen, so wie ich es jetzt hier habe, und kann einfach zurückgehen. Oder man hat einfach, ja, was weiß ich, aus Reflex hat man einfach geschlossen. So, abgespeichert ist es. Ja, jetzt muss man sich was überlegen. Jetzt, deswegen ist es wichtig, vorher
wirklich die Datei. Warte. Ich nehme jetzt einfach mal hier die ganze Datei am Desktop sich abzuspeichern. Also wirklich eine Kopie davon machen und die wirklich am Desktop abspeichern, wo noch nicht bearbeitet wurde. Das ist wirklich sehr wichtig, falls man irgendwie Scheiße gebaut hat, dass man das Bild irgendwie nicht gedreht hat. So, und dann schließt man und ja, der ganze Hubschrauber ist sozusagen schwarz oder blau. Und ja, kann man eigentlich nicht mehr so benutzen, wie man es dann eigentlich haben wollte. Deswegen ist es ganz wichtig, vorher, bevor man anfängt, macht man sich eine Kopie auf dem Desktop. Und dann ist eigentlich alles recht sicher. Ich kann jetzt einfach hier zurück. So, Punkt ist weg. Zurück. Und dann speichere ich das einfach wieder ab. Gehe ich wieder in den FSX rein. So. Dann suche ich mir den Hubschrauber aus. Kann jetzt sein, dass er das nicht übernommen hat, dass jetzt immer noch der Punkt da ist. Aber dann einfach FSX neu starten. Ja, der Punkt ist da. Dann nicht erschrecken, oh, hat doch nicht geklappt. Einfach FSX neu starten und dann müsste das eigentlich wieder behoben sein. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht auch ein bisschen weitergeholfen. Wenn Fragen bestehen, ja, einfach entweder in die Kommentare schreiben, dann hat jeder was davon. Oder einfach privat anschreiben. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und tschüss.